Der Reishi-Pilz, ein Universalwunder. Ein Pilz, der neben dem Ginseng das absolut meistgenutzteste Lebensmittel in der traditionellen chinesischen Medizin ist. Guten Morgen und ich möchte euch heute viel über diesen Reishi-Pilz erzählen. Das heißt, ich möchte sagen, wo ihr den finden könnt, wo er eingesetzt wird, ein bisschen was zur Geschichte, natürlich auch zur Wirkung, aber auch zu den Gefahren und wie man das natürlich auch mit der richtigen Einnahme ein bisschen, ja, ein bisschen abwenden kann. Also, fangen wir einfach mal an. Ja, der Reishi-Pilz, er wird verwendet in vielen, vielen Heilslehren. Es gibt die zwei ganz, ganz großen Heilslehren, die schon ewig existieren. Das Ayurveda und das TCM und insbesondere im TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, ist der Reishi absolut unverzichtbar als Heilpflanze. Wobei man eigentlich sagen muss, dass der Reishi-Pilz gar keine Pflanze ist, sondern er ist natürlich ein Pilz. Er gilt aber trotzdem, und wenn ihr ein wenig recherchiert, vielleicht verlinke ich euch ein paar Seiten unten, dass wird immer wieder unter Heilpflanzen geführt und von daher ja, nennen wir ihn einfach mal Heilpflanzen, auch wenn der Pilz keine wirkliche Pflanze ist. Die traditionelle chinesische Medizin und das Einsetzen des Reishi-Pilzes als Heilpflanze, das ist schon 4000 Jahre alt. Das heißt, dieser Reishi-Pilz, der ist wirklich etabliert. Das ist jetzt keine Mode Droge oder das ist jetzt kein Superfood, was gehypt wird von der Industrie, weil sie gerade ein paar neue Felder erschlossen haben, wo ein bisschen Pilz da sozusagen verkauft werden muss, sondern er ist wirklich schon sehr, sehr lange etabliert. Und das ist wirklich ein wichtiger Baustein dessen, wenn ihr euch umschaut, wo ihr vielleicht noch optimieren könntet, was ihr gerne mal probieren möchtet. Vielleicht seid ihr krank, weil ihr euch jahrelang falsch ernährt habt und müsst euch eure Gesundheit etwas boosten. Und der Reishi-Pilz, der hat auf jeden Fall das Potenzial. Denn der Reishi-Pilz, der übrigens Pilz der Unsterblichkeit genannt wird, ich schreibe es mal hin, der Übersichtlichkeit, also das ist der Pilz der Unsterblichkeit. So, es gibt natürlich auch ein Kraut der Unsterblichkeit und so weiter. Aber ich sage es einfach mal, ach kurz ab. Der Pilz der Unsterblichkeit, damit ihr das mal gehört habt, nur falls ein Chinese mit euch redet und sagt der Pilz der Unsterblichkeit, dann wisst ihr, okay, das ist der Reishi-Pilz oder der glänzende Lacksporling oder glänzende Lackporling, so heißt er glaube ich in Deutschland. Und ja, also der Pilz der Unsterblichkeit und er ist ein Universalgenie, das wollte ich eigentlich sagen, ein Universalgenie, weil dieser Pilz hat so mannigfaltige Wirkungen, dass euch wirklich die Augen ausfallen werden. Also der Reishi ist der Pilz der Unsterblichkeit und in der chinesischen Medizin ein Universalgenie. Wo gibt's denn eigentlich? Wo kann man den Reishi-Pilz finden? Also Vorkommen des Reishi-Pilz. Wo finden wir den Reishi-Pilz? Als allererstes natürlich bei Amazon. Sorry, den musste ich einfach bringen. Unten habe ich einen Affiliate-Link von dem Reishi-Pilz, den ich mir bestellt habe, weil ich natürlich ausgehend meiner Recherche das auch selber testen will. Ich halte euch dann natürlich auch auf den Laufenden und da habe ich mir das Produkt, was ihr seht, einfach mal gekauft und mal sehen, wie es wirkt. Ja, aber wo findet man denn natürlich jetzt den Reishi-Pilz? Also den Reishi-Pilz findet man überall auf der Erde. Den findet man nicht nur in Asien. Das heißt, der Reishi-Pilz, den findet man überall. Überall und natürlich auch in Deutschland. Man braucht ein bisschen Glück, aber man kann ihn finden in Deutschland und zwar ja in Deutschland und zwar vor allem an Eichen und Buchen. Das heißt, das ist ein Pilz, der an Bäumen wächst. Also an Eichen und Buchen musst du den Reishi-Pilz suchen und er heißt hier eben glänzender Lackporling, also oder Porling, glaube ich, glänzender Lackporling. Also wenn ihr mal so ein Pilzbestimmungsbuch seht über deutsche Pilze, dann wird euch auch der glänzende Lackporling begegnen. Also in Deutschland, ich schreibe den Namen mal hin, damit ihr das mal gelesen habt, der glänzende, weil der hat so eine, wie so eine Patina, der glänzende Lackporling.
Lack wieder Farblack und dann Porling. Das ist der reiche Pilz in Deutschland. Das glänzende Lackporling. Also ihr könnt ihn auch in Deutschland finden und pflücken. Ist natürlich so eine Sache, Pilze suchen gehen und schauen, ist natürlich die viel viel bessere Variante, aber nicht jeder hat einen Wald in der Nähe oder hat die Zeit, und wir in Deutschland, uns geht es halt so dermaßen verdammt gut, dass wir einfach nur bei Amazon klicken müssen und uns das fertige Pulver sozusagen bestellen können. Weil es ist auch so, dass, da kommen wir mal zur Einnahme, also die Einnahme des Pilzes, wie man den nehmen sollte, das ist halt eben kein Speisepilz, der Lackporling. Also man kann den jetzt quasi ja, nicht einfach so essen, sondern geht sicherlich auch, aber ist es nicht angeraten, sondern dieser Pilz, der muss eben zum einen getrocknet werden, in einem ersten Schritt, nachdem er gesammelt wurde, getrocknet und eben dann auch pulverisiert. Es ist halt eben ein Vitalpilz, nennt man das. Kein Speisepilz, sondern es ist ein Vitalpilz. Und ja, der Einnahme ist kurz zu sagen, ich würde wirklich gering anfangen, weil ich nehme den jetzt so ein bisschen und muss sagen, ich habe am Anfang einfach mal so locker flockig ein Esslevel genommen und mir ging es ziemlich elend und ich hatte ziemlich viel Durchfall, mir war schwindelig. Der hat auf jeden Fall eine sehr sehr intensive Wirkung bei mir gehabt und entsprechend würde ich empfehlen, in der Literatur und im Internet steht häufig größere Sachen, ich würde anfangen wirklich mit einer Messerspitze. Nehmt eine Messerspitze frühs und abends. Das heißt, Einnahme, eine Messerspitze frühs und abends. So. Die empfohlene Menge, schreibt euch das mal hin, wäre eigentlich, also was so die Literatur empfiehlt, ein halber Teelöffel. So, das ist die Empfehlung. Ich würde mit einer Messerspitze anfangen, um ja einfach nicht das erleben zu müssen, was ich erlebt habe. So, und jetzt kommen wir eigentlich auch so ja, zu den zwei großen Dingen, die ihr wissen müsst, wenn ihr den Reishi-Pilz auch mal einnehmen wollt. Das ist einmal die Wirkung und es sind die Gefahren. Und ja, ist eigentlich blöd, wenn man will jetzt erst die Wirkung wissen, warum man sich das alles hier anguckt, das Video. Und ich fange jetzt eigentlich nur irgendwas Blödsinn zu erzählen. Dann kommen wir einfach mal zur Wirkung, würde ich sagen. Ne? Ah ja, das war wieder nicht so optimal. Das tut mir leid für euch, dass jetzt erst sozusagen die Wirkung kommt. Aber ja, ihr könnt ja vorspulen. Das ist das Gute an so einer Mindmap. An diesen Mindmap-Videos ist das total gut. Ihr könnt auch einfach mal ein Stück vorspielen und so, ah, was kommt denn da noch? Oder ganz am Ende die komplette Mindmap euch schon angucken. Nicht nur hier, sondern richtig in einer besseren Qualität findet ihr auch auf meiner Homepage www.warspirit. Natürlich für alle neuen Videos eine Mindmap hochladen, wo ihr euch die anschauen könnt, parallel zum Video oder danach, um das Wissen nochmal für euch ja, zu rekapitulieren. Und ja, und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass ich erst jetzt mit der Wirkung komme. Also die größte Wirkung, die allgemein bekannt ist, aber da ist wieder das Marketing, spielt eine große Rolle. Also würde ich jetzt nicht sagen, es ist die größte Wirkung des Pilzes, sondern es erscheint als größte Wirkung. Und das ist die Anti-Aging-Wirkung. Keiner will scheinbar sterben. Alle wollen ewig leben. Und da kommt natürlich das Marketing wieder im Spiel. Ich habe da schon mal ein Video gemacht. Anti-Aging. So. Und das ist mit zwei Sachen verbunden. Das Anti-Aging-Potenzial. Nehmen wir mal blau, weil er schreibt nicht mehr. Zum einen reduziert er die Altersflecken. Also Altersflecken. Altersflecken gehen nach unten. Das ist sogar mit Studien nachgewiesen. Das ist jetzt kein Gag oder so, sondern Marketing. Da gibt es auch eine Studie dazu, dass die Altersflecken weggehen durch den Wirkstoff, der da enthalten ist. Der Name ist mir entfallen, ist aber glaube ich auch für die meisten von euch nicht relevant. Und dazu gab es keine Studie, soll aber auch die Falten reduzieren. So. Gut, Anti-Aging, also man kann auch mit glattem Gesicht und ohne Altersflecken sterben. Ob das nun Anti-Aging ist, I don't know, ich weiß es nicht. Ich habe es euch genannt, weil es in der Literatur halt immer dasteht. Aber viel, viel interessanter sind die Wirkungen, die etwas spezieller sind und die auch mit Studien wirklich erforscht wurden. Und zwar zum einen ist dieser Pilz, der Reishi-Pilz oder der glänzende Lackporling, antiparasitär. Parasitär.
Tja, Parasiten, ein großes Thema auf YouTube. Ich glaube mich erinnern zu können, dass ich da schon ein Video gemacht habe dazu. Und ja, also antiparasitär. Und er ist nicht nur antiparasitär, sondern er ist auch antibakteriell. Und diese Wirkung, diese antibakterielle Wirkung ist, wie gesagt, in Studien nachgewiesen. Ich habe da auch gelesen, was es da für verschiedene Bakterien gibt, die durch diesen Pilz quasi gehemmt wurden. Und die, da gab es eine Liste von 4-5 Bakterien, also wo es Studien dazu gab. Aber die zwei, die am bekanntesten sind, das ist einmal der Candida, das ist das Sächsisch, die machen immer das T zum D und das D zum T. Also Candida, das ist das eine, Albicans oder sowas, aber Candida sagt euch was. Und die Coli, der Escharicoli, also ich schreibe mich mal Coli, das ist ja, ist E. coli. E. coli sagt euch sicherlich was, ist oft in den Medien. Wie gesagt, antibakteriell, E. coli und Candida. Und er ist nicht nur antiparasitär, antibakteriell wirkt er, sondern auch antiviral. Antiviral. Und damit ist nicht gemeint, dass er nicht geteilt wird in sozialen Netzwerken, sondern er, ja, er ist gegen Viren. Und auch da gibt es wieder ein paar, die studientechnisch nachgewiesen sind. Aber für uns besonders interessant ist Influenza. Influenza, also die Grippe, da hilft dieser Pilz. Generell lässt sich über diesen Pilz sagen, er stärkt unser Immunsystem ungemein. Also Influenza. Da die große Wirkung auf das Immunsystem, das ist so wirklich, wo ich sagen würde, was in Studien am meisten von dem, was ich jetzt gelesen habe, ich habe ja Berichte darüber gesehen und dann bei PubMed die Studien alle nur angelesen im Abstrakt, ich habe da nicht wirklich tief reingeschaut, muss ich auch dazu sagen, aber das, was ich so als Gesamteindruck gehabt habe, ist immer wieder Immunsystem, Immunsystem. Er stärkt aufgrund seiner antiparasitär, antibakteriell, antiviral, er erhält alles von unserem Körper fern und unser Körper kann effektiver arbeiten. Und deswegen war auch der Grund, warum ich mir das Reishi-Pulver da gekauft habe. Ja, und es geht weiter. Wer mein Video über Entzündungen gesehen hat, der wird wissen, fast alle Autoimmunerkrankungen, Krebs, alle schöne Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es ist fast alles auf Entzündungen zurückzuführen. Und was macht der Reishi-Pilz? Er ist auch, man glaubt es nicht, entzündungshemmend. Entzündungshemmend. Ein echtes Universal-Genie. Da haben wir es. Universal-Genie. Der Reishi-Pilz. Und er kann noch was. Er kann noch was. Es ist unglaublich. Er kann noch was. Und zwar, er ist tatsächlich, und auch das ist nachgewiesen, tumorhemmend. Das heißt, sowohl wenn man Krebs hat, ihr habt mein Video vielleicht gesehen, die verschiedenen Phasen des Krebswachstums. Er kann den Tumor daran hindern oder leistet eine tumorhemmende Wirkung. Je nachdem, es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Aber der Reishi-Pilz, der hilft auf jeden Fall, wenn ihr Krebs habt oder wenn ihr präventiv keinen Krebs bekommen wollt. Das heißt, er ist auch noch tumorhemmend. Keine Angst, es kommt jetzt nichts mehr. Das war's. Also da gab es noch ein paar Sachen. Da gab es noch ein paar Sachen im Internet auf gewissen Seiten und so. Aber das sind so die Sachen, die auch, wo immer eine Studie gepostet wurde und was, wo ich guten Gewissens sagen kann: Okay, das sind so die Wirkung des Reishi-Pilzes. Und nicht umsonst ist er ja neben dem Ginseng in Asien wirklich ja holy, kann man sagen. Also der Reishi-Pilz ist echt eine ziemlich geile Waffe. Aber das ist immer eigentlich, gehört das auch zur Einnahme. Es gibt Reishi-Tee. Vergesst es. Die Konzentration und die fehlende Möglichkeit zu dosieren. Jeder rät davon ab, der sinnvoll mit Reishi arbeitet, Reishi-Tee zu sich zu nehmen. Also verzichte darauf, irgendwelche Reishi-Mischungen zu kaufen oder sonst was, sondern kauft pures Reishi, 100% biologisch, wenn ihr es euch leisten könnt, und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Und es gibt auch noch die Gefahren bei der Einnahme. Ich habe euch schon ein bisschen was gesagt. Also das ist mehr so auch das, was so ein bisschen dagegen spricht. Erstmal grundsätzlich kann man sagen, die Gefahren sind gar nicht so hoch. Das ist erstmal schön. Es gibt
keine explizite Warnung seitens von schulmedizinischer Sicht als auch aus alternativmedizinischer Sicht, dass man den Reishi-Pilz irgendwie nicht nehmen sollte. Wie bei anderen Sachen, selbst bei Algen, Spirulina, gibt es tatsächlich aufgrund der Bindung der Schwermetalle und verschiedene andere Sachen auch Gegenanzeigen. Aber beim Reishi-Pilz ist halt, gibt's keine, also keine seriösen Gegenanzeigen. Der Reishi-Pilz, da könnt ihr sozusagen laut Literatur, ich sag das dazu, ne, ich bin selber kein Arzt, laut Literatur könnt ihr da nichts falsch machen beim Reishi-Pilz. Was Problem oder was eine Gefahr ist, sage ich mal, deswegen Gefahr in Anführungsstrichen, ist zum einen, ja, der Durchfall. Der Durchfall, ja, also der Durchfall, der hat mich hammerhart erwischt, aber dagegen soll was helfen, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich es nicht da habe, Vitamin C Pulver. Wenn man das Reishi zusammen mit Vitamin C nimmt, mit Vitamin C, dann soll man den Durchfall gut bekämpfen können. Das wenden einige Heilpraktiker an. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich scheiße auf den Durchfall. War gut. Ja, also von daher, ja, ist halt Durchfall. Ich habe da nicht so ein Problem. Es hat irgendwie auch so eine reinigende Wirkung, so ein Durchfall. Viele sagen immer, wow, Durchfall ist schlimm und so. Eigentlich ist er gar nicht so schlimm. Man sagt so, wenn der Durchfall nicht länger als 3 Tage anhält, dann braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Und wenn man natürlich Reishi-Pilze nimmt und dann Durchfall bekommt, dann weiß man ja, woran es liegt. Und ja, also das ist der Durchfall und dann eben auch damit verbunden Magen-Darm-Probleme. Ja, Magen-Darm-Probleme. Aber bei beiden gilt, laut Recherche im Internet, und das gibt mir natürlich auch die Hoffnung, dass bei mir das, bei mir, es ist schon besser geworden, aber ich dosiere jetzt sehr, sehr wenig, Messerspezialist, ne? Und von daher, aber dass der Körper sich eben daran gewöhnt, ist eine Phase der Gewöhnung und dann ist alles wieder in Ordnung. Ne? Ja, das ist das, was ich zum Reishi-Pilz zu sagen habe, was meine persönlichen Erfahrungen sind und was ich im Internet gefunden habe, meine Recherche. Und wie gesagt, was ich probiert habe, das Pulver, das findet ihr unten in der Infobox. Ihr könnt warten, empfehle ich euch, bis ich fertig bin mit dem und dann kann ich euch eine sinnvolle, eine ehrliche Aussage darüber geben, ob mir das irgendwie geholfen hat. Ihr könnt natürlich, dadurch, dass es keine Gefahren sind, euch das Zeug auch schnappen und da ein bisschen rumprobieren, das steht euch natürlich völlig frei. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen hier die Informationen für euch zusammengetragen. Macht daraus, was ihr wollt. Ihr habt den Link, ihr habt die Informationen. Ich wünsche euch nur das Beste und in den Kommentaren, wenn ihr schon Erfahrungen habt mit Reishi-Pilzen, wäre natürlich extrem wertvoll für mich und auch für andere, die dieses Video finden, Reishi-Pilze, und dann hinterlasst einfach einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer wieder, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und bis morgen oder übermorgen mal schauen. Bis dann, euer Christian. Tschüss.